Sie ziehen von Stadt zu Stadt und bieten ihre Liebesdienste feil. Wanderhuren. Nicht im Mittelalter, sondern im Hier und Jetzt. Sie arbeiten in ganz normalen Wohnhäusern, haben ganz normale Nachbarn. Staatliche Kontrolle gibt es kaum und niemand weiß, ob hinter den unauffälligen Türen alle Damen freiwillig anschaffen gehen. Etwa 400.000 Frauen sind in Deutschland als Sexarbeiterinnen tätig. 1,2 Millionen Männer sind täglich auf der Suche nach käuflichem Sex. Sie bescheren dem Gewerbe einen Jahresumsatz von sage und schreibe rund 14,5 Milliarden Euro. Sextouristen kommen mittlerweile aus der ganzen Welt. In Sachen Prostitution gilt Deutschland seit Jahren als das liberalste Land Europas. Sauna und FKK-Clubs locken die Freier mit niedrigen Preisen und speziellen Angeboten. Und dabei geht nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Sogenannte Wohnzimmerpuffs schießen wie Pilze aus dem Boden. Warum kann sich das Rotlichtmilieu so ungehindert in Kleinstädten und ganz normalen Wohngebieten ausbreiten? Was kann man gegen die unliebsamen Nachbarn unternehmen? Und warum sehen Polizei und Behörden dem Treiben so lange tatenlos zu? Gera in Thüringen. Melissa auf dem Weg zur Arbeit. Ihr Beruf Hure. Ihr Arbeitsplatz in diesem unscheinbaren Haus. Kollegin Rebecca ist erst seit einigen Tagen in Deutschland. Sie hat sich ganz bewusst für die Prostitution entschieden, hofft, hier viel Geld zu verdienen. Allein und ohne Zuhälter. Beide Frauen teilen sich in den nächsten Wochen die Wohnung, ihren Arbeitsplatz. Wenn es nicht laufen sollte, mit den Gästen, den Freiern, dann ziehen sie weiter. In die nächste Stadt, in das nächste Wohnungsbordell. Hast du noch einen Termin? Ja. Ja? Ja. Um wie viel Uhr? Bitte? Um wie viel Uhr? 12 Uhr. Na, dann lass uns rübergehen, oder? Ja. Wohnzimmerprostitution ist ein einträgliches Geschäft. Vor allem auch für die Vermieter der Wohnungen. Melissa und Rebecca zahlen für die 60 Quadratmeter 700 Euro pro Woche. Der Wohnungsinhaber kassiert nur die Miete und kann deshalb wegen Zuhälterei nicht strafrechtlich verfolgt werden. Was meinst du? Was gefällt dir am besten? Das? Okay, dann ziehe ich mich um. Auf der anderen Straßenseite arbeitet die Konkurrenz. Es ist 12 Uhr und Harry muss nach dem Rechten sehen. Er ist der Besitzer dieses Hauses. Dass hier Prostituierte arbeiten, stört niemanden. Das Haus liegt nicht im Sperrgebiet. Das heißt, in der Nähe gibt es keine Schulen, keine Kindergärten. Das Bordell befindet sich nicht in einem reinen Wohngebiet. Harrys Geschäftsidee ist legal und den Behörden bekannt. Ich bekomme eine Miete von den Betreibern und da hat sich die Sache für mich. Was sind das für Betreiber? Wer ist also? Sind das Geschäftsleute oder Privatpersonen oder? Ne, der eine Betreiber, der oben im zweiten OG die Wohnung betreibt, der hat noch mehrere Wohnungen in Gera und in anderen Städten. Und die Roswitha Erhardt hier, die hat auch noch einen Swingerclub und betreibt also diese Wohnung hier. Und hat er Kontakt zu den Frauen hier? Ja, hab ich. Ja. Und was sind das so für Frauen? Na, zurzeit ist ein Litauerin da und es ist sehr nett, die ist 30 Jahre alt. Und oben die sind, glaube ich, zwei Ungarinnen. Harry nimmt uns mit nach oben. Auch hier erwartet man bereits Kundschaft. Oh, hallo Rosi. Hallo. Hallo. Ja, wie geht's? Danke. Alles in Ordnung? Ja. Kann ich was für euch tun? Ja, nee, sitz nicht mal hin, du bist ja unser Gespräch.
In der Wohnung geht es ruhig zu. Kein Alkoholausschank, keine lauten Feiern. Die beiden Frauen, die hier arbeiten, sind selbstständig, haben ihr Gewerbe angemeldet, zahlen Steuern und sind krankenversichert. Zurück zu Melissa. Seit einem Jahr ist sie als Wanderhure unterwegs, quer durch die gesamte Republik. Mal bleibt sie eine Woche, mal einen Monat. Freie Terminwohnungen werden im Internet angeboten. Die Preise, so ihre Erfahrung, sind nicht verhandelbar. Allein für die Mieten gibt sie jeden Monat zwischen 1.200 und 2.000 Euro aus. Hinzu kommen Reisekosten, Verpflegung und Kleidung. Kein Anruf, kein Gast, warten, Zeit totschlagen, irgendwie. Rebecca? Ja? Hast du ein Buch? Ein Buch? Ein Buch? Ich hab nicht verstanden. Ein Buch? Zum Lesen? Lesen. Lesen. Rebecca kommt aus Litauen. Seit 10 Tagen ist sie in Gera in dieser Wohnung mit einer Arbeitserlaubnis in der Tasche. Auch sie hat Wie viele Wohnzimmerbordelle es genau gibt, ist schwierig herauszufinden. Wie ungenau die offiziellen Zahlen sind, zeigt sich in Sachsen-Anhalt. 28 Bordelle soll es nach Behördenauskunft im ganzen Land geben. In Dessau-Roßlau angeblich nicht ein einziges. Doch ein Blick ins Internet fördert etwas anderes zutage. Allein in dieser Straße bieten in 2 Wohnungen Huren ihre Dienste an. Was und für welchen Preis, kann jedermann online nachlesen. Deutschland zählt in Sachen Sex gegen Geld zu den liberalsten Ländern weltweit, neben den Niederlanden und Australien. Seit 2002 gibt es das Prostitutionsgesetz. Die Arbeit der Huren ist nicht mehr sittenwidrig und legal wie jede andere Tätigkeit. Das Gesetz war mehr als überfällig, sagt Rechtsanwältin Margarete von Galen. Das, was vorher als Zuhälterei strafbar war, wurde ein bisschen eingeschränkt, weil bis zum Prostitutionsgesetz war es so, dass eigentlich jegliche Art der Organisation von Prostitution strafbar war. Das hätte man als Bürger nicht gedacht, weil Deutschland ist ja nun voll mit Bordellbetrieben in den Städten, an den einschlägigen Orten und so weiter. Das, was wir da alle gesehen haben, war im Prinzip alles strafbar. Das heißt, da wurde schon eine Praxis gelebt, die mit dem Recht nicht mehr übereinstimmte. Und im Grunde genommen hat man das Recht an diese Praxis erstmal angeglichen und gleichzeitig die Rechtsstellung der Prostituierten verbessert. Das Gesetz, damals gedacht als Schutz für die Frauen, wird seit Jahren kritisiert. Vor allem von den Strafverfolgungsbehörden. Wir sind in Berlin bei der Polizeigewerkschaft und treffen den Bundesvorsitzenden Oliver Malchow. Den Zuhälter, den gibt es immer noch. Das ist jemand, der Frauen zwangsweise zur Prostitution zwingt und das über Körperverletzungsdelikte und andere Bedrohungsszenarien, den gibt es auch weiterhin. Aber sie haben natürlich auch die Männer, die einfach nur noch als Vermieter fungieren und letztendlich ein Gewerbe betreiben wie andere auch. Aber die Frage ist, was für Handlungen werden noch begangen, die gar nicht sichtbar werden? Was passiert eigentlich, wenn die Frauen die hohen Mieten nicht bezahlen können, weil sie einfach viel zu geringen Verdienst haben? Also da gibt es möglicherweise schon auch noch Situationen, wo wir sagen, da ist die Welt nicht in Ordnung, nur durch das Prostitutionsgesetz überhaupt gar nicht. Und da muss hingeguckt werden und da muss auch im Gesetz noch gebessert werden. Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Frauen ihre Dienste als Sexarbeiterinnen anbieten, unterliegen nur einer Schätzung. Man geht von 400.000 Prostituierten aus, die täglich 1,2 Millionen Männer bedienen und dabei jährlich 14,5 Milliarden Euro umsetzen. Aufgrund der Gesetzgebung ist Deutschland für das horizontale Gewerbe attraktiv. In vielen anderen europäischen Ländern wird dagegen Prostitution sanktioniert oder ist sogar gänzlich verboten, wie in Schweden.
Jenseits der Ostsee werden nicht die Huren, sondern ihre Freier hart bestraft. Die Folge? Deutschland lockt immer mehr Sextouristen aus der ganzen Welt an, die sich hier in sogenannten Flatrate-Bordellen schnell und preiswert vergnügen können. Uwe Dornhöfer von der Münchner Kriminalpolizei. Frühsommer 2012, Kontrolle in einem FKK-Club. Mittlerweile kommen fast 80% aller Prostituierten aus dem Ausland, der größte Teil aus Osteuropa. Etwa 3000 Huren gibt es allein in der bayerischen Landeshauptstadt. Wer schafft legal an, wer aus Zwang? Das ist für die Ermittler kaum festzustellen. Dadurch, dass wir jetzt ganz andere Frauen haben, die hier tätig sind, und dass wir auch eine andere Gesetzeslage haben als vor gut 10 Jahren noch, vor dem Prostitutionsgesetz. Das Prostitutionsgesetz macht uns in der Hinsicht schon das Leben schwerer, Zwangsprostitution zu erkennen. Die Ermittler kontrollieren die Papiere der Frauen im Club. Auch wenn sie Zwangsprostitution und organisierte Kriminalität vermuten, ohne eine stichhaltige Aussage müssen sie machtlos wieder gehen. Es gibt Bordelle, da laufen Türsteher rum, die sind vorbestraft wegen schwerer Gewaltdelikte. Es gibt verurteilte Menschenhändler in München, die betreiben Bordelle. Oder es gibt verurteilte Menschenhändler, die schieben Strohleute vor und sind im eigenen Bordell als Hausmeister oder als Putzmann angestellt. Ja, und das ist alles gesetzlich nicht verboten. Das müsste man alles regeln. Nach massiver Kritik hat der Bundestag das Prostitutionsgesetz im Juli ergänzt. Die Gewerbeämter sollen die legalen Bordelle jetzt kontrollieren und dem Betreiber Auflagen erteilen dürfen. Doch das reiche längst nicht aus, sagt Margarete von Galen, die als Expertin den Gesetzgeber beraten hat. Es wird jetzt eine einzige Vorschrift im Gewerberecht geschaffen, die anwendbar sein soll für Prostitutionsstätten, die nach außen erkennbar sind. Und bei diesen Betrieben soll die Gewerbeaufsicht jetzt die Möglichkeit haben, Auflagen zu erlassen zum Schutz von Prostituierten, Kunden, Nachbarn, wem auch immer. Und da haben wir gesagt, also wenn es Probleme gibt, dann gibt es die im Verborgenen, nicht bei den Betrieben, die nach außen erkennbar sind. Und in diesem Bereich, vielleicht einer Dunkelziffer, wo sicherlich auch Menschenhandel vorkommt, das kann man sicherlich nicht leugnen, dafür haben sie nichts getan. Mit Menschenhandel und gewalttätigen Zuhältern hat Alina zum Glück nie zu tun gehabt. Nach Abitur und kaufmännischer Lehre hat sie über 10 Jahre als Hure gearbeitet. Niemals auf der Straße, niemals im Bordell, immer nur in Wohnungen. Doch auch dort läuft seit der EU-Osterweiterung das Geschäft immer schlechter. Die osteuropäische Konkurrenz drückt die Preise ständig nach unten. Alina stieg aus und arbeitet jetzt als Erotikmodell. Dass ein ständiger Druck der Behörden gerade im Bereich der illegalen Prostitution wichtig ist und Dinge verändern kann, hat sie in den 1990er Jahren in Leipzig erlebt. Damals hat die Stadt dafür gesorgt, dass der für alle sichtbare Straßenstrich dauerhaft verschwand. Mitte der 90er Jahre war die Roscher Straße dafür bekannt, für den Wohnwagenstrich. Die Stadt war bestrebt, den Straßenstrich oder Wohnwagenstrich aus der Stadt, aus dem Zentrum herauszubringen. Und deshalb gibt es in Leipzig auch eine Sperrbezirksverordnung. Und dann später gab es die Nordstraße. Die Nordstraße war dafür bekannt, im Prinzip für einen Drogenstrich. Und die Stadt hat lange gebraucht, um diesen Strich in den Griff zu kommen oder besser gesagt zu schließen. Und die hat da auch ziemlich hart durchgegriffen. Die haben sich einfach auf die Lauer gelegt, unser liebes Bürgeramt, und haben dann geschaut, welche Prostituierte in ein Auto steigt. Und dann sind sie dem Auto gefolgt. Ja, dann klopft es plötzlich an die Scheibe und dann stand eben das Bürgeramt oder ja, diese bevollmächtigten Personen dort und haben dann auch die Freier zur Kasse gebeten. Und dann konnten die Damen das ja nur auch nicht abstreiten, was sie dort so gemacht haben. Und für die Freier war es natürlich peinlich. Er konnte sich entscheiden, ob er jetzt einen Brief nach Hause bekommt, was natürlich die meisten nicht wollten, weil die keinen bestimmten Erklärungsnot, oder sie haben die Ordnungswidrigkeit gleich bezahlt. Und das hat natürlich auch die Freier abgeschreckt, überhaupt dort weiter
ja, zu den Prostituierten zu gehen. Und somit hat es die Stadt geschafft, diesen Strich, Straßenstrich zu vernichten, was ich super finde. Jetzt stellt euch vor, das ist ein ganz normales Wohnhaus und dahinter sitzt eine Dame und wartet auf die Männer. Man sieht es den Häusern von außen nicht an. In Ostdeutschland hat sich die Prostitution längst in die Wohnungen verlagert. Zurück nach Gera, endlich ein Kunde. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Sani. Hallo. Ich habe dich im Internet gesehen. Schön. Ich wollte dich mal besuchen. Na, dann komm. Ja. Melissa hat auf ihrer Internetseite nur eine Telefonnummer angegeben, keine Adresse. Die erfährt der Kunde erst beim Gespräch. Genau. Ist auch möglich, ja. Mit funktioniert auch, aber komm doch einfach vorbei. Das Verkaufsgespräch läuft gut. Ich bin noch an der alten Adresse, genau. Sehr gut. Okay, ich warte, ich bin hier. Du hast deine Privatsphäre. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du hast dieses Alkohol. Ich muss Alkohol trinken, um eventuell auch auf finanziell noch mehr zu bekommen. Das fällt komplett weg. Ja. Und wie läuft das ab? Also Sie bieten diese Wohnung und wer bekommt es? Wie geht das? Also wie läuft das organisatorisch ab? Ja, du hast eine Miete, die du in der Woche zu begleichen hast, klar. Und alles andere ist halt deins. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Ja. Kannst also die Tür öffnen, kannst sie nicht öffnen. Ja. Also der Wohnungsvermieter, der hat keinen Einfluss darauf, was sie hier machen. Nein. Schneller als erwartet ist er da. Der erste Gast. Ja, komm rein. Okay. Ins Bad. Abmarsch. Fertig. Genau. Winfried, warum gehen Sie in ein Wohnungsbordell? Weil, wenn ich in einen Club gehe, dann habe ich die Getränke, die ich dazu zahle. Dann hier habe ich das, finde ich, privater. Und naja. Ist halt immer besser wie ein One-Night-Stand. Beim One-Night-Stand, wie soll ich sagen, da habe ich was davon. Hier bezahle ich lieber 50 Euro, eine halbe Stunde Spaß. Ich habe, was ich möchte. Und die Frauen, das ist denen ihr Beruf, die haben echt sichere Teste. Entsteht auch so eine persönliche Beziehung? Die besteht auf jeden Fall, weil wir haben uns schon mal kennengelernt in unserem Nachtclub. Zum Beispiel jetzt in Naumburg, in Casanova haben wir uns kennengelernt. Und ja, man kennt sich dann im Laufe der Zeit, man bleibt sich treu. Laut Schätzungen soll es zwischen Kap Arkona und Fichtelberg mehr als 15.000 Wohnzimmerbordelle geben. Wir fahren nach Magdeburg zu einer Wohnung mit einem ganz speziellen Angebot. In einem Mietshaus, das wir nicht zeigen dürfen, regieren die Dominas. Vier Frauen, die ihre gut bezahlten Jobs aufgegeben haben. Maxine, die Inhaberin, hat dieses Studio erst vor wenigen Wochen eröffnet. Im schwarzen Bereich um 20 Uhr. Ich trage dich ab. Gut, dann trage ich dich bei Lady Sharon ein. Das Besondere am Studio und für die, die es mögen, ist das sogenannte Arztzimmer. Maxim richtet sich da ganz nach den Wünschen ihrer Kunden und Mitarbeiterinnen. Also ich kenne ja nun mal beide Seiten. Ich habe schon früher gearbeitet in Läden. Mittlerweile habe ich eigene Studios. Das heißt so viel, dass sich die Betreiberinnen haben sich früher strafbar gemacht, die Betreiber und die Betreiberinnen. Heutzutage können wir eine angenehme Vermietung machen, da die Frauen sich einmieten. Die sind alle selbstständige Sexworkerinnen. Ich stelle die Räumlichkeiten zur Verfügung und kann das so schön wie möglich gestalten. Es gibt die unterschiedlichsten Arten, mit dem Beruf der Hure umzugehen. Alle Frauen, die ich kenne, haben sich diesen Beruf ausgesucht. Und ich möchte
dass dieser Beruf auch anerkannt wird und die Stigmatisierung ein Ende hat. Auch in der Politik und in den Medien. Vor allen Dingen in der Politik. Einerseits bezahlen wir brav unsere Steuern und machen einen riesigen Umsatz für den deutschen Staat. Andererseits werden wir immer in die Ecke der armen, gefallenen Mädchen geschoben. Und das finde ich sehr traurig. Doch was ist mit den Frauen, die gezwungen werden, sich gegen ihren Willen zu prostituieren? Die Zahlen über Zwangsprostituierte schwanken extrem stark. Polizeibeamte gehen davon aus, dass über die Hälfte aller Huren gegen ihren Willen auf den Strich geht. Andere Experten sprechen von hohen Zahlen, werden aber nicht konkret. Beratungsstellen sprechen von weniger als 10% Zwangsprostituierte. Durch das Prostitutionsgesetz hat sich die Arbeit der Polizei stark verändert. Die Förderung der Prostitution, wegen der früher gegen Zuhälter ermittelt werden konnte, ist jetzt nicht mehr in jedem Fall strafbar. Damit haben die Ermittler, so die Kritiker des Gesetzes, immer weniger Anlass, ins Milieu einzudringen. Zwangsprostitution und Menschenhandel bleiben länger unentdeckt. Wir reden hier über Straftaten, wo Menschen in ihrer Gesundheit bedroht werden. Denen wird die Freiheit genommen, sie werden hier ausgebeutet. Und das darf eigentlich so ein Staat wie Deutschland nicht zulassen. Insofern muss das Prostitutionsgesetz aus unserer Sicht nochmal auch unter diesem Gesichtspunkt neu betrachtet werden. Im Jahre 2010 sind 135 Männer als Menschenhändler verurteilt worden. Oft ist es für die Ermittler schwer, stichhaltige Beweise zu finden, die vor Gericht Bestand haben. Nur wenige Zwangsprostituierte sagen gegen ihre Peiniger aus. In Chemnitz konnte vor einigen Jahren eine junge Frau aus ihrer Wohnung fliehen. Der Mann hat mich so geschlagen, dass ich ins Krankenhaus musste. Und er hat mir gedroht, wenn ich nicht mache, was er will, dass er meinem Kind etwas antun würde. Also habe ich getan, was er gesagt hat. Aufgrund der Aussage konnte einem Zuhälter aus Moldawien das Handwerk gelegt werden. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, nach 16 Monaten entlassen und dann in seine Heimat abgeschoben. Die junge Frau, die gegen ihn ausgesagt hat, lebt versteckt irgendwo in Deutschland und hofft, irgendwann zu ihrer Tochter zurückkehren zu können. Wie verzweifelt die Lage von Zwangsprostituierten sein kann, davon erzählt der Fall Bianca. Der jungen rumänischen Frau hatte ein Mann die große Liebe vorgegaukelt und sie dann eiskalt an einen Zuhälter verkauft. Als Bianca 18 Jahre alt war, brachten Männer sie nach Deutschland. In Deutschland? Ich habe kennengelernt deine Mädchen und deine Boy. Diese hat geaufpasst an mir. Ich habe gearbeitet jeden Tag. Jede Woche ich muss geben eine Summe Geld. Diese war zu viel. Und ich muss arbeiten jeden Tag. Egal, krank. Schmerz, es ist schwer. Es ist nichts, ich will arbeiten in diesem Club oder so. Diese muss arbeiten. Das Programm war arbeiten bei Nachmittag 2 Uhr bis abends 3 Uhr. Cool. Jeden Tag. In einem Tag 20, 16, 12, ohne Pause. Wenn ich sage, ich habe Schmerz, ich will nach Hause gehen, nein, du musst bleiben hier. Bianca hat gegen ihre Peiniger ausgesagt und sie konnten verurteilt werden. Wir fahren weiter nach Eisenberg, einer kleinen Stadt mit 12.000 Einwohnern. Hier dürfen keine Bordelle eröffnet werden, keine Prostituierten arbeiten. Aber ein privater Swingerclub öffnet demnächst vor den Toren der Stadt. Wir treffen Jörg. In den 1990er Jahren gehörte er zum sogenannten Zwölferrat in Leipzig, der damals den Straßenstrich und die Bordelle kontrollierte. Auch er geriet ins Visier der Ermittler. Also es ist bei mir eine Verhaftung entstanden, sagen wir es mal so, wo ich auch in Untersuchungshaft gekommen bin
wo natürlich nach 3 Monaten erkannt wurde, dass alles null und nichtig ist. Die Verhandlung, die Ermittlungen in Anführungsstrichen zogen sich 8 Jahre hin, bis es zu einer Verhandlung gekommen ist, in der ich dann Freispruch oder beziehungsweise eine Einstellung nach diesen Einstellungsparagrafen Absatz A bekommen habe. Was also, hat man denn Ihnen vorgeworfen? Menschenhandel. Die schweren Jungs von damals geben sich heute geläutert. Statt Straßenstrich, Wohnwagen und Laufhäuser folgen sie längst neuen Trends und unterlaufen die Sperrbezirksregelungen der Gemeinden mit Privatclubs und Vereinen. Jörg will im Swingerclub der Mann für alle Fälle sein und dafür sorgen, dass hier wirklich nur private Partys stattfinden, ohne käuflichen Sex. Zurück in Leipzig. Auch hier hat gerade ein FKK-Club eröffnet. Mit Alina besuchen wir den Club. Weg von den Laufhäusern hin zu den Wellness-Oasen. Das neue Geschäftsmodell im Rotlichtmilieu. Die Huren mieten sich auch hier tageweise ein, bezahlen eine Pauschalsteuer, die der Betreiber ans Finanzamt weitergibt. Und hier in dem Zimmer kann ich tun und lassen, was ich möchte. Mit dem Mann, mit einer Frau, alles, was mir gerade so... Alles, was dir Spaß macht. Was mir Spaß macht, wie es mir lieb ist. Was hier dann wirklich passiert, interessiert wie bei den Wohnzimmerbordellen weder Betreiber noch Gesetzgeber. Außerhalb der Sperrbezirke sind FKK-Clubs und Wohnzimmerbordelle legal. Eine Handhabe gibt es nur, wenn Gefahr im Verzug ist. Doch was ist mit zweckentfremdeten Wohnungen innerhalb des Sperrbezirks? Kann man sich als Nachbar dagegen wehren? Und was können die Behörden dagegen tun? 2012 in Bautzen. Eine Nachbarin hat die Nase wegen des Treibens gestrichen voll. Also man merkt, die Männer kommen, es wird das Fenster hinten zugemacht. Und wenn die Männer wieder gehen, wird das Fenster wieder aufgemacht und man hört auch die Dusche. Ich finde, dass hier was gemacht werden muss, weil ich finde das nie in Ordnung, dass das so in dem Wohnbereich passiert. Und in Bautzen ist Prostitution sowieso nicht erlaubt. Die Anwohner zeigen ihren Verdacht beim Ordnungsamt an. Aber so einfach ist das nicht, erklärt der Sprecher des Landratsamtes. Die Schwierigkeit, wenn es zu einer Anzeige kommt, ist wirklich die Beweisbarkeit herzustellen, um ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Und diese Beweisbarkeit muss eben entweder durch Zeugenaussagen gegeben sein in erster Linie oder die Polizei ermittelt eben selbst und hat entsprechend die Beweise. Beweise. Womit sich die Behörden schwer tun, das übernimmt ein Kamerateam und vereinbart einen Besuch. Es wird mit versteckter Kamera gedreht. Hinter der Wohnungstür kommt man schnell zur Sache. Wir werden gefragt, ob wir eine halbe Stunde wollen. Wir fragen, was der Spaß kostet und bekommen als Antwort 60 Euro. Es scheint also zu stimmen. Ein illegales Bordell in einem Mietshaus. Und eine Wohnung weiter, so die Nachbarn, werde ebenfalls angeschafft. Gemietet hat die Wohnung Barbara Lange. Zu diesem Zeitpunkt schlägt das Geschäftsgebaren der Frau weiter nördlich in Görlitz bereits hohe Wellen. In ihrem angeblichen Kunstverein soll der bezahlten Liebe nachgegangen werden, was Frau Lange damals vehement bestreitet. Es findet keine professionelle Liebe hier in diesem Haus statt. Im Rathaus will man das nicht so recht glauben. Deshalb recherchiert der Oberbürgermeister mit einem Mitarbeiter der Bauaufsicht, um die versteckte Prostitution nachzuweisen. Tatsächlich, es gibt Sexanzeigen unter der besagten Adresse. Es kommt zu einer Begehung. Meine Baukontrolleure haben es ja persönlich erlebt bei der letzten Begehung, wo also das eine Zimmer belegt war. Wir sie also in flagranti dort auch erwischt haben. Das allerdings reicht als Beweis nicht aus. Jemanden beim Sex zu erwischen bedeutet nicht das Gleiche wie nachzuweisen, dass für Sex bezahlt wird. Frau Lange bleibt bei ihrer Version. Ihre Damen seien nur ambitionierte Schriftstellerinnen. Ich habe nochmal im Internet recherchiert und die sagen, der Lausitz. Aha. Ist interessant, ne? Ja, bin auch fertig geworden. Ja, ja. Fein. Brauchen wir ja für unseren Verein, dass wir wieder Themen haben. Anderthalb Jahre zog sich der Streit. Den Kunstverein gibt es nicht mehr. Barbara Lange hat mittlerweile Görlitz verlassen. Auch die Wohnung in Bautzen aufgelöst. Die Frau will weitermachen, irgendwo anders in Deutschland. Wir waren quer durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Rotlichtmilieu unterwegs.
Es gibt kaum eine Gegend, die in Sachen käuflicher Liebe unterversorgt ist. Die Bordelle im Wohnzimmer haben sich ausgebreitet und es werden immer noch mehr. Die Legalisierung hat vielen Sexarbeiterinnen, die wir trafen, geholfen. Gleichzeitig sind unkontrollierbare Grauzonen entstanden mit einer hohen Kriminalitätsdunkelziffer.